Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Heute kümmern wir uns darum, hier die ersten Gebäude zu setzen. Und damit fangen wir auch direkt an und warten gar nicht erst ab, sondern es geht direkt los. Nee, ich müsste in Gebäude, nicht in Szenerie. Ich würde halt gerne, ja, auch wieder so ein bisschen mit Rundungen arbeiten. Mit Schrägen, mit Geraden. Also, dass man hier so ein bisschen, bisschen schickere Sachen reinbaut und nicht einfach nur so, ja, hier und da und fertig. Wir könnten. Ich möchte auch nicht, dass du gleich zum Gebäude hinzugefügt wirst. So viel Platz haben wir hier auf jeden Fall. Man könnte auch sowas machen, ne? Wartet mal, das ziehen wir mal eben so ein Stück höher. Sieht gerade ganz interessant. Und dann natürlich die flachen Plattformen. Obendrauf. Dann bauen wir hier ratzifatzig Strukturen hoch. Seht euch das mal an hier. Speedbuilding heute. Speedbuilding ohne Timelapse. So macht man das heutzutage. Jetzt können wir hier. Pass auf, wenn wir jetzt mal wieder an dem Raster rumspielen. Kann man hier. Okay, warte, nee, dann machen wir das direkt so. Kann man hier nämlich schön irgendwie was Interessantes hinzaubern. So, damit nicht so viel durch die Wand guckt. Wobei, wir könnten das ja auch so machen und ja, genau, das hatte ich vor, Spiel. Ja, sprich dich aus. Hier, Geländer und so. Mensch. Warte mal, du bist aber dicker, ne? Jetzt hätte ich gesagt, kann man das jetzt hier anbringen? Oder? Vielleicht geht das ja doch. Wartet ab, wartet ab. Entspannt euch. Könnte cool werden. Könnte auch sehr kacke werden. Weiß noch nicht, was genau ich hier damit vorhabe, ne? Aber irgendwie hat das was, wenn man da so Balkone rausmacht. Brauchen wir nur noch hier oben irgendwie, ja, Abschluss, Ende. Ende Gelände. Ja, nicht symmetrisch sein hier das Ende. Ist interessant, auf jeden Fall. Kann man nichts anderes gegen sagen. Haben wir jetzt die Möglichkeit, dass. Was mache ich denn da? Das hier jetzt schön von außen, sag ich mal, zu verzieren. Ich denke mal, wir müssen da wieder auf das Altbewährte zurückgreifen, was ich ja schon überall anders benutzt habe. Du bist klein. Schade, sonst fände ich das auch ganz interessant. Als Deko-Element. Ich denke mal, dass wir dann wieder hier mit sowas arbeiten werden. Hier dran, so an den Rundungen. Natürlich in den richtigen Farben.
Wenn alles andere weiß, ne? Moment, so. Machen wir doch schon mehr Dekoarbeit, als ich das eigentlich wollte. Ich wollte ja erstmal die Strukturen hier bauen, die wir alle bauen müssen. Und dann anfangen, die zu dekorieren. Jetzt dekorieren wir jetzt schon. Aber dann machen wir halt ein Gebäude nach dem anderen fertig. Ist ja auch okay. Hauptsache, hier stehen halt am Ende Wohnhäuser. Ja gut. Können wir uns ja jetzt schön gruppieren. Diese Rundungen überall. Gleich das mal an. Doch hübsch. Ich glaube, oben ist es eine andere. Ja, mehr oder weniger andere Rundung, ne? Probieren es einfach. So. Dann kann... kriege ich den jetzt? Der eigentlich weg? Aber nee, jetzt bräuchte ich ihn ja, ne? Wartet mal. Nehmen wir mal wieder zurück. Können wir dann gleich löschen. Wahrscheinlich komme ich gleich gar nicht mehr an ihn ran. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das wäre dann so. Ja. Wie befürchtet. Komme ich an die beiden jetzt nicht mehr ran. Wartet mal. So aber. Oder auch nicht. So, die sind ja überflüssig. Sind nur Texturen, die geladen werden müssen und gar nicht da sind. Also gar nicht sichtbar sind, was dann ja Quatsch ist. So, einmal den noch dahin. Hier, glaube ich, reicht der kurze. Ja, guck mal. Sehr gut. Haben wir das schon mal dekoriert? Perfekt. Das ist eigentlich ganz cool, so mit den Rundungen, ne? Dann hatten wir in diesen Lücken... Die waren... Die habe ich eben gesehen. Genau. Da haben wir sie. Auch einmal in weiß. Wir die nämlich hier wieder anbringen. Oh. Die Meter nach vorne. Gut. Hätte man vielleicht auch vorher mit einbauen können und dann das Ganze hier kopieren können. Aber gut. Haben wir nicht. Müssen wir jetzt so machen. Was das... Upsi. Was das direkt für einen Unterschied macht, ne? So, können wir euch beide einfach kopieren und das schon mal sparen? Okay, ihr seid dann ja die beiden. Wenn wir nur den richtigen Ort finden. So. Runter, ja, guck mal, perfekt. Dann müsst ihr da auch noch mal hin. Und den hier. Und
Sehr gut. Oh ne, das war zu weit gedreht. Nein, verschwind doch nicht da so drin. So. Und den noch. Und dann haben wir das. Okay, welchen Pfeil brauche ich denn jetzt? Den grünen. Das dekorationsmäßig schon mal soweit fertig. Gefällt mir sehr gut. Fügt sich hier, glaube ich, ganz gut ein. Können wir schon mit der Dekoration an Fenstern weitermachen? Türen würde ich jetzt hier gar nicht großartig anbringen. Wir lassen es halt so aussehen, als käme man türmäßig. Ach nee, weiß, wollte ich die machen. Türmäßig, ich weiß nicht, von der anderen Seite oder so rein. So, dann haben wir da die Fenster. Na, ihr seid zu groß für da oben, aber da hätte ich schon gerne Fenster. Was haben wir denn sonst noch für welche benutzt? Für diese riesigen. Wie diese kleinen, ne? Okay. Vielleicht doch eher auf die noch zurückgreifen. Oder hier diese Doppeldinger, die gehen natürlich auch. Und da oben, aber da kriegen wir, glaube ich, auch nicht die großen noch hin, ne? Außer es verschwindet halt so ein bisschen im Boden. Großes Bodenfenster, guckst. Achso, man sieht es von unten. Dann müssen wir da eventuell nochmal hier die Plattformen einbinden. Und nach unten ziehen. Ja, wartet. Mal eben hier optisch vernünftig hinkriegen. So müsste das ja sein. Sehr gut. Dass wir da einfach so eine solide Plattform bekommen. Sieht doch ganz gut aus. Wo waren denn diese Rundbalken, die wir auch zur Abstützung der Schienen benutzt haben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wo sich die befinden? Bei Gerüste nicht, ne? Nee, 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 nee. Auch Wanddeko? Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Bögen? Nein, aber hier haben wir ja auch einen Bogen, den man nehmen könnte. Den haben wir ja auch anderweitig schon mehr oder weniger hier verarbeitet, ne? Zwar hätte ich hier gerne. Ja, jo, ja, hallo, entspann dich. Um das hier optisch abzustützen. Diesen Überhang. Nee, mach mal sowas nicht. Also man müsste dann eventuell den andersrum drehen, damit das irgendwo Sinn macht. Aber dann haben wir auch nicht den großen Andockpunkt. Weil das könnte, doch, das könnte ganz okay sein, so, ne? Farblich weiß. Blau. Ja. Jetzt gar nicht, hatten wir die anderen dann auch eingefärbt? Ne, die hatten wir Gold gelassen, ne? Ja. Hatten wir Gold gelassen. Würde ich das auch so lassen? Vielleicht können wir die ja auch hier nochmal anbringen.
Sieht irgendwie nicht so gut aus, ne? Hinten ausgehend. Guck mal, das ist noch nicht vernünftig gedreht. So aus der Wand noch kommt. Ich glaube, das wird dann zu viel, ne? Vor allem, wenn wir das dann auch noch da anbringen. Und andersrum macht es, glaube ich, weniger Sinn. Müsste ja dann. Halt so irgendwie, also, nee, das macht absturzmäßig keinen Sinn. Das hier so in der Mitte ist ganz okay, würde ich sagen. Auch nicht optimal. Wir haben ja noch den kleineren Bogen davon. Oh, warte, da könnten wir vielleicht, wie ich das gerade sehe, so machen. Wenn das denn hier vernünftig gedreht wird, oh Gott. So. Ja. Ich weiß ja noch nicht so genau. Oder halt. Nee, warte, das war jetzt Käse, was ich da mache. Ja. Na, dann brauche ich was, was dem. Also was hier, ne, noch in den Boden geht. Außer man schiebt es halt ganz rein. Dann ist es aber sehr. Ja, was, ne? Also, das kann man sich auch schenken als Stütze. Lieber wieder zurück. Oh nein! Verdammt. Ich dachte, wir hätten den hier schon noch einmal platziert gehabt. So, wie hatte ich das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ohne. Ragt halt so in den in die Plattform hier rein. Ups, nee, entspann dich, bitte, dreh dich wieder zurück. Wir brauchen dich. So. Oh. Schön. Oder auch nicht, du bist immer noch falsch gedreht. So, bitte. Immer noch falsch gedreht. Was habe ich denn für einen Knick in der Optik? So. Bin gerade am Überlegen, ob wir den dann auch eher hiermit austauschen. Damit wir da halt einheitlich bleiben. Kann da halt keiner lang gehen, muss ja auch nicht. Doch, das ist doch, doch, das finde ich ganz cool. Da ist eh keine Treppe raus, ne? Da kann man noch richtig schön dann bepflanzen und begrünen. Doch, das Eckgebäude gefällt mir ganz gut. Wir brauchen natürlich noch ein vernünftiges Dach. Wir können auch mit diesen Säulen noch arbeiten. Zum Beispiel hier an den Rändern auf jeden Fall.
Und dann haben wir da doch schon mal ein ganz passables Gebäude. Da müssen wir halt gucken, was wir hier noch machen, was wir hier noch machen. Das kommt dann aber in der nächsten Folge. Also ich denke mal hier noch ein Gebäude und da noch ein Gebäude. Und dann können wir hier in der Ecke auch schon mal weiter mit dem Himmel arbeiten. Und sind wieder ein ganzes Stück vorangekommen. In Richtung Abschluss Sci-Fi-Achterbahn. Können uns dann mit den nächsten Arbeiten beschäftigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüsselü!